Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Indie-Ecke. Heute spielen wir Braveland, das es im Moment bei Steam zu kaufen gibt. Für den PC 3,99 €, da gibt es dann noch für, ich glaube, iOS im Moment. Und eine Android-Version wird demnächst auch erscheinen. Das hier ist die Demo-Version von Braveland und die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, das ist ein Taktiken-Strategiespiel im Stile von Heroes of Might and Magic, möchte ich mal sagen. Schöne gezeichnete Grafik, das seht ihr jetzt schon im Hintergrund. Da haben sich die Entwickler wirklich Mühe gegeben. Vom Spielerischen her ist es, ja, zumindest in der Demo gibt es, glaube ich, noch nicht komplett alles her. Diesen ganzen taktischen Tiefgang, der möglich ist, dafür müsste man sich dann mal die Vollversion anschauen. Aber die Demo macht sicherlich Lust auf mehr und für 3,99 € kann man nichts verkehrt machen. Wohlgemerkt 3,99 € für die Vollversion. Die Demo ist natürlich kostenfrei. Alles in der Videobeschreibung, da verlinke ich es. Da könnt ihr es dann mal aufklicken und es euch selbst angucken. Sprachen, Englisch oder Russisch. Russisch deshalb, weil es von einem russischen Entwickler kommt. Aber wir spielen es mal lieber auf Englisch. Judging by the tracks, the bandits headed east. Let's go after them. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, da findet ein neues Spiel statt. Denn ich muss kurz auf die Geschichte eingehen. Wir sind der einzige Überlebende hier in unserem Dorf, nachdem das Dorf von Banditen überfallen wurde. Und diesen Banditen sind wir jetzt auf den Fersen. Normalerweise ist es so, beim ersten Mal war es zumindest so, hier in Testspielen, dass es dann in zwei, drei wunderbar gezeichneten Comicbildern erzählt wird, wie die Banditen das Dorf überfallen. Gut, jetzt wisst ihr es, das Dorf wird überfallen. Wir wollen uns rächen, wir verfolgen die Banditen. Da gehen wir jetzt erstmal hier zu diesen Bauerntölpel, zu den Herren Landwirt hier. Banditen, die sind doch wie Tiere. Wir sind gerade mal knapp entkommen. Wir haben uns auf dem Heuboden versteckt. Ja, und da sagen wir natürlich zu Recht, ja, ihr wart schön auf dem Heuboden, habt euch da rumgetobt, während wir abgeschlachtet wurden. Nee, ist klar. Wie auch immer, was sollen wir jetzt tun? Wir können die Banditen immer noch fangen. Folgt mir. Und das sind dann unsere ersten Soldaten, die wir bekommen. 7 Bauern. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal dahin, wo der Pfeil hinzeigt. In den dunklen Wald. Ah, beim Namen von Gertrude, meiner Mutter, wie konnte ich das nur vergessen? Der Wald ist doch voller Wölfe. Ach komm, reicht jetzt. Es sind doch nur ein paar hungrige Wölfe und es sind keine Gegner für uns. Das werden wir sehen. Und dann geht's jetzt rein. Taktik, Strategie, wie ich schon erwähnt hatte. Die Hexfelder, das sehen wir hier. Wie gesagt, wie bei Heroes of Might and Magic oder anderen vergleichbaren Spielen. Und wir ziehen nicht unseren Helden direkt. Unser Held steht praktisch auch im Hintergrund, passt auf und bewegt nur die Truppen. Und jetzt können wir hier unsere Bauern bewegen. 7 Bauern gegen einen Wolf. Wenn wir dahin bewegen wollen. Achso, hier unten ist noch ein Wolf. Na gut, das kriegen wir hin. Und dann können wir den Wolf attackieren. Dementsprechend verliert der Energie. Der darf natürlich zurück angreifen. Wir genauso. Und das war's dann schon. Wie gesagt, ein Wolf ist jetzt nicht so das Problem. Das Demo, beziehungsweise die Demo, funktioniert ohnehin mehr als, ja, würde sagen, als Tutorial. Jetzt haben wir einen verloren, der wird automatisch ersetzt, der Bauer. Das kostet uns 4 Goldstücke, aber wir haben ja 30 Goldstücke von den Wölfen gewonnen. Warum auch immer Wölfe 30 Goldstücke dabei hatten. Ich weiß es nicht. Da ist noch ein Bauer, den nehmen wir mit. Oh, ich sitze hier nur so rum, ich wollte einen Hinterhalt legen. Ja klar, tolle Story. Und nee, ist wirklich so, ich wollte einen Hinterhalt legen, aber ich komme natürlich gerne mit euch mit. Und der Bauer, der folgt uns. Wir können mal kurz in unseren Bildschirm reinsehen, in unseren Heldenbildschirm. Wir können nachher natürlich auch Power-Ups wie Rüstung, neue Waffen kaufen. Die machen dann unsere Armee stärker. Unser Squad haben wir hier. 8 von 10 möglichen Bauern. Auch mit aufsteigender Stufe kann man dann auch mehr Truppen haben. Dann kann man, glaube ich, nachher 15 Bauern haben, 20 Bauern und so weiter und so fort. Und natürlich auch noch andere Einheiten, die jetzt noch nicht freigeschaltet sind. Und insgesamt können wir, wenn ich nochmal draufklicke, glaube ich, 15 Einheiten im Squad haben. Gehen wir mal hier nach oben zu den Robin Hood hier. Sieht zumindest so aus. Oh, wir haben Gerüchte gehört, euer Dorf wurde überfallen von Banditen. Ist das wahr? Ja, sie haben alles mitgenommen, was wir da hatten und haben jeden erschlagen, den sie gesehen haben. Aber die konnten ja nur an uns vorbeikommen. Sie müssen nachts an uns vorbeigeschlichen sein. Die waren sehr gut vorbereitet. Das hört sich nicht gut an. Sollen wir sie verfolgen? Ja, wir verfolgen sie, beziehungsweise er hat gerade gefragt, sollen wir sie nicht verfolgen oder es lieber sein lassen? Nein, nein, wir verfolgen sie und so einfach kommen sie uns nicht davon. Und die Bogenschützen schließen sich uns an. Das ist gut. The Archers join you. Natürlich, wir müssen ja auch beigebracht bekommen, wie man mit Bogenschützen kämpft. Hier unten steht schon einer von diesen miesen, fiesen Banditen, die wollen uns bestimmt auch überfallen.
Ah, hey, mach deine Taschen leer. Oh nein, es ist Crook-Eyed Sam. Er ist irgendwie aus dem Gefängnis rausgekommen. Ja, beruhig dich. So ein blöder Bandit kann uns doch nicht aufhalten. Cunning Highway Robber. Sehen wir schon, ein Gegner mit 2 Sternen und der droppt Coins, nachdem er totgeschlagen wurde. Das ist gut. Dann haben wir hier einen einfachen Gegner, praktisch auch so unser, das Gegenstück zu unserem Bauern. Das noch Shun Any Work, no Special Abilities, der kann also nichts Besonderes. Der Wolf, den kennen wir ja schon. The Archers attack at a distance. Muss ja auf den Gegner zuerst ziehen, okay. Die wären eh ohnehin zu weit weg gewesen, dann zielen wir mal auf unser, beziehungsweise hier auf den Wolf. Wuff, wuff. Nein, die kommen immer näher. Nahkampf können die Bauern natürlich auch. Ich würde sagen, wir kämpfen jetzt erstmal hier mit unserem Bauern gegen den bösen Banditen, beziehungsweise Nahkampf können die Bogenschützen natürlich auch. Wo sie natürlich im Fernkampf besser sind, das sieht man. Ja, dann haben wir ihn erledigt. Wir sagen, gehen wir da mal drauf, schnappen uns die Coins, schneiden ihm jetzt hier den Weg ab. Bauer gegen Bauer, beziehungsweise jetzt haben wir erstmal unser Bogenschütze. Sehr gut. Erinnert mich vom Grafikstil ein bisschen an, wie hieß es nochmal? Das mit den Robotern, und den Bauern und den Elfen. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Darf doch nicht wahr sein. Das Spiel war gar nicht so schlecht. The Trouble with Robots, genau. Erinnert mich der Grafikstil so ein bisschen dran. Ist aber nicht der gleiche Entwickler. Nein, nein, ist auf keinen Fall. Den haben wir hier. You discover a captive in the Bandits Camp. Also ein Gefangener, ein Banditencamp. Hab schon gedacht, diese Banditen würden mich umbringen. Warte mal. Du bist Nolan. Aus dem westlichen Dorf. Ich habe von deinem Vater gehört. Die haben gesagt, er war ein guter Soldat. Ja, mein Vater hat mir 1 oder 2 Sachen beigebracht. Obwohl ich oft seine Trainings-Sessions übersprungen habe, um den Älteren bei ihren Geschichten zuzuhören. Naja, wie auch immer. Der schließt sich uns jetzt auch an, beziehungsweise der schließt sich nicht uns an, der hat unseren Bogenschützen beigebracht, wie sie einen besseren Shot bekommen, diesen sogenannten Rage Shot. Der hat dann auch eine gewisse Cooldown-Phase, aber den können wir eventuell dann jetzt an ihm hier schon zeigen. Oh, seht euch mal all dieses Extra-Metall an. Das können wir ganz einfach verkaufen. Damit meint er unsere Rüstung. Los, Jungs, machen wir sie fertig. Ach, eure Arroganz wird nur noch übertroffen von der Länge eures Bartes. Was für ein Spruch. Machen wir erstmal fertig. Ah, und gegen einen Smith, gegen einen Schmied sozusagen. Oder ist es auch, ein Smith ist ja ein Schmied. 3-Sterne-Gegner. Has a firm hand and a magic hammer. Was hat der für eine Spezialfähigkeit? Lightning Hammer. Inflicts magic damage by lightning to the enemy at a distance. Okay. Naja, sollte trotzdem machbar sein. Und jetzt können wir natürlich den Shot of Fury benutzen, den Rage Shot. Den feuern wir auf ihn. Naja, gut, wenn es sein muss. Boah, ein Schuss tot. Geht natürlich jetzt erstmal auf unseren Hauptgegner normalerweise gefeuert. Aber wenn das Tutorial das so möchtet, du bitte. Können wir auf ihn schießen? Könnten wir. 9 Schaden nur, das ist nicht viel. Erstmal ihn an. Hier sehen wir auch die Cooldown-Phase. Eine Runde braucht man noch, bis wir den Rage-Shot wieder benutzen können. Schießen wir so lange mit einem normalen Bogen auf den Gegner. Der hat jetzt gerade seinen Lightning-Hammer benutzt. Okay. Jetzt können wir den Rage-Shot einsetzen. Machen wir direkt. So wie auf unseren Hauptgegner, den Schmied. Der ist auch gleich erledigt. Sehr schön. Sollen wir hier nochmal hochgehen? Das sollte es dann gewesen sein für den Schmied. Perfekt. Und ohne Verlust sind wir diesmal durchgekommen. Bekommen natürlich wieder Erfahrungspunkte dazu und ein bisschen Gold. Ja, so viel zum Thema, dass die uns ausnehmen und die Rüstung klauen. Das war wohl nichts. Oh, seid ihr derjenige aus dem Dorf, das ausgeräumt wurde? Wir haben gesehen, wie sie mit all euren Gütern an uns vorbeigezogen sind. Die waren sehr gut ausgerüstet und sehr gut organisiert. Und der Anführer war ein Söldner. Oh Gott, Wagen-Söldner. Kein Wunder, dass sie uns so überfallen haben. Die waren wirklich sehr gut vorbereitet. Ah, ich denke, wir können sie finden. Wir können denen hinterher spionieren.
Hier geht's einen Weg durch den Wald. Ich werde ihn euch zeigen. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Trackers, die uns angeschossen haben. Auch relativ schwache Kämpfer, glaube ich. Aber dafür haben sie eine große Reichweite, was das Latschen angeht. Aber das werden wir jetzt auch sofort sehen, weil hier wartet ja schon der nächste Kampf auf uns. Ah, ihr seid also hinter uns her, um euer Zeug zurückzubekommen. Ja, Commander hat schon von den Gerüchten gehört. Ihr Idioten, wir werden euch umbringen. Ja, euer Anführer denkt also, er kann uns aufhalten, indem er ein paar untrainierte Bogenschützen auf uns hetzt. Ja, wir sind vielleicht untrainiert, aber wir übertreffen euch in der Anzahl. Ja. Und da sehen wir schon, hier kommen sie wirklich mit der Masse. Und Vagrant Archer became a robber after barely learned how to shoot. Also gerade mal gelernt, wie sie mit Bogen, mit Pfeil und Bogen umgehen, und dann sind sie schon ein Bandit geworden. Er schießt und manchmal schießt er sogar vorbei. 2-Sterne-Gegner. Auch die sollten wir schaffen. Da sehen wir schon von den Trackern, die können relativ weit latschen. Weiter als unsere Bauern. Wir können mal direkt unseren Fury Shot einsetzen. Gegen einen von den Dreiern hier. Ja, und da haben wir es gesehen. Die schießen, wie gesagt, auch gerne mal vorbei. Manchmal treffen sie auch. Manchmal treffen sie sehr häufig. Gut. Erstmal um die hier. Und ja, ist natürlich jetzt gefährlich für unsere Bauern, weil er jetzt direkt 3 Gegner gegenüberstehen hat. Und da sehen wir auch, wie die Bogenschützen sich schön entfernen, weil sie dann einen stärkeren Angriff machen. Ansonsten müssten sie in den Nahkampfangriff gehen. Das wäre dann für die Bogenschützen nicht so gut. Gehen wir mal hier hin, erledigen uns den. Gehen hier hoch, dann kann der aus der Ecke nicht raus. Und schießen nochmal mit dem Bogenschützen auf ihn hier. Naja, da müssen wir sich wirklich mal die Vollversion angucken, wie es sich dann taktisch und strategisch entwickelt, das Spiel, wenn man dann auch mehrere Einheitentypen hat. Ich denke für 3,99 €, das ist schon okay. Man merkt natürlich, dass das Spiel auch für die Handys programmiert wurde, für die Smartphones. Aber für zwischendurch, es wird bei Steam unter Gelegenheitsspiele geführt, denke ich mal, ist das vollkommen okay. Sehr schön. Na, leider haben wir einen Bauern verloren. Der wird natürlich sofort ersetzt. Kostet uns 4 Gold, aber da wir 150 Gold bekommen haben, ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Hat sich gerechnet. Jetzt sind wir sogar im Level aufgestiegen. Leadership plus 20. Das heißt, wir können jetzt mehrere Krieger zu unserem Squad hinzufügen. Und jetzt können wir uns entscheiden, ob wir Ausdauer plus 1 haben, was uns bzw. unseren Kriegern Resistenz gegen physische Angriffe bringt, oder ob wir bzw. unsere Truppen mehr Schaden im Angriff durchführen sollen. Ich entscheide mich immer für das Offensive, für die Attacke. Dann gehen wir mal hier hin zur Taverne, so wie es aussieht. Darin wird schon gesungen. Dumpidumpidum, sind alle gut gelaunt. Die Taverne ist ein guter Platz, um neue Krieger anzuheuern. Wir werden euch freudig anschließen, wenn ihr uns gut bezahlt und für einen Humpen Fruchtbier, was auch immer Fruchtbier ist. Gut. Ja, da sehen wir es. 8 von 11 Bauern haben wir. Machen wir 11 von 11 Bauern raus. Und dann können wir uns zumindest noch einmal Bogenschützen leisten. Einen Bogenschützen könnten wir jetzt noch kaufen, aber dafür haben wir jetzt nicht mehr genug Gold. Kostet 90, 35 haben wir nur noch. Gut, rennen wir mal, würde ich sagen, hier oben hin zu dem Ork. Ah, jetzt können wir die Demo auch noch zu Ende spielen. Ein paar Minuten dauert es noch, aber was soll's. Wir haben ja Zeit. Na, nach was suchst du? Nach den Sachen, die sie euch geklaut haben? Nach der Chess, die die Banditen vergraben haben? Die wirst du auf jeden Fall nicht finden. Wir haben die Truhe hinten im Garten vergraben. Upsa, jetzt habe ich zu viel gesagt. Naja, jetzt muss ich die umbringen. Ja, jetzt werden wir ja noch sehen. Grünhäutiger Goblin. Ist kein Ork, sondern Goblin. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall eklig. So. Ich weiß, normalerweise stehen bleiben, bis der Gegner kommt. Gegner locken, solange damit in Fernkampfeinheiten schießen, aber es soll jetzt ja ein bisschen vorangehen hier. Und unsere Tracker, die haben das alles im Griff. Hoffentlich. Wenn er jetzt nicht eingekesselt wird hier, mehr oder weniger wird das. Aber das kriegen wir hin. Dafür haben wir ja unsere Bauern. Unsere Bogenschützen. Naja, da muss ich mal aufpassen. Ein bisschen mehr konzentrieren wir gerade dran, ist dann hätte ich jetzt den Fury-Shot benutzen können. Okay, ich glaube, unsere Tracker sind gleich hinüber. Einmal Fury Shot auf den hier bitte.
Naja, gut, immerhin einen erledigt. Dass sich der Wolf zurückzieht. Oh nein, unser Tracker wird hier über. Oh, das sollte man trotzdem schaffen, oder? Jetzt mal auf den Wolf. Nein, da bin ich ein bisschen zu vorschreien gegangen. Dass ich dann vielleicht doch die gute als Taktik benutzen sollen. Erstmal warten, bis der Gegner kommt. Ja, das schaffen wir. Dann müssen wir halt ein bisschen Gold ausgeben in der Taverne, um neue Krieger anzuheuern. Ja, gut, die wurden ersetzt. Ja, klar, nach dem Kampf wieder automatisch, solange man Gold hat. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man nicht genug Gold hat, ob sie dann nicht ersetzt werden. Wahrscheinlich nicht, weil man wird die ja wohl nicht umsonst bekommen, die Truppen. Okay, okay, beruhigt euch, Leute. Das war doch nur ein Spaß unter Nachbarn. Das macht man doch so, oder? Ihr könnt die Kiste haben, aber ihr müsst sie selbst ausgraben. Ja, das mache ich doch gerne. Ja, sieht so aus, als ob da was Wertvolles drin wäre. Noch mehr Ausgaben. Erst Kartoffeln, dann Karotten. Und jetzt die Schatztruhe. Hoffentlich gibt es bald Mittagessen. Okay. 100 Gold war da drin in der Truhe. Sehr schön. Nehmen wir es hier runter zur Taverne. Füllen unsere Truppen auf. Ich glaube, einen Archer können wir jetzt noch kaufen, oder? Ja, einen Archer können wir noch kaufen. Dann wollen wir mal gucken, was der hier oben möchte. Der nette Mann mit der Augenklappe. Commander From, knows that you was... Achso, dass ihr seine Männer überfallen hat. Und er hat viel, viel Belohnung auf euren Kopf aufgesetzt. Commander, wer? Ach, das ist der Mann, dessen Leute dein komisches, dreckiges Dorf ausgerottet haben. Falls du es nicht mitbekommen hast. Ach, der Banditenanführer. Er muss also Angst vor uns haben, wenn er jetzt schon Leute auf uns hetzt. Nein, der Commander hat bloß keine Zeit, sich selbst um euch zu kümmern. Wir werden gut mit Gold bezahlt, um euch aufzuspüren. Und die Extra-Belohnung hören wir uns mit euren Köpfen. Das werden wir ja sehen. Mach schon fertig. So, der kann auch feuern, weil er einen Bogen dabei hat. Da unten sind welche, da sind welche. Jetzt mache ich es aber mal anders. Jetzt warte ich ab, bis die uns entgegenkommen. Da gehe ich jetzt nicht so ungestüm dran wie in dem Kampf gerade. Doch, das sollten wir eigentlich schaffen jetzt hier. Den mal hier hin, um notfalls den Weg abschneiden zu können. Oder ich kann ihn ja schon mal hier oben hin bewegen, das passt. So, warte mal da schön an der Stelle. Das gibt mir mal Zugriff auf unseren Bogenschützen. Der jetzt erstmal auf unseren Bogenschützen schießt. Schießen wir direkt mal zurück mit unserem Fury Shot. Sehr schön, der hat gesessen. Ah komm, greifen wir an. Greifen wir an, greifen wir an. Machen wir ihn hier fertig. Das sollten wir ja wohl hinbekommen. Dürfen wir nochmal angreifen? Sehr schön. Der droppt natürlich wieder Coins. Müssen wir uns schnell einsammeln. Jetzt hat der sich die Coins geschnappt. Der Lümmel. So was. Aha. Damit konnte er jetzt seine Leute motivieren, so wie es aussieht. Mit dieser Pfeiferei. Ist hier gebunden an den Wölfen. Er hat jetzt Probleme von hinten und vorne. Das lief ganz gut. Jetzt schnappen wir uns aber die Coins. Das sage ich dir. Einmal hier hin. 7 Stück gleich. Dann können wir jetzt den Wolf angreifen. Sehr gut. So, und jetzt werden wir mal schön in die Ecke drängen. Fertig machen. Fury Shot geht noch nicht. Machen wir den normalen Schuss. Ja, bitte. Ging noch. 2 Einheiten verloren, aber die konnten wir ersetzen. Das lohnt sich auch, 207 Gold bekommen. Wunderbar. Ja, und das ist dann das Ende der Demo und von hier wird es dann, glaube ich, weitergehen mit der Vollversion. Wie gesagt, hier seht ihr den Link. Klickt drauf, zieht euch die Demo selbst, probiert sie selbst aus und das Spiel selber könnt ihr dann auf Steam kaufen. Für 3,99 € ist es im Moment im Angebot. Gut, und mit dem Bild hier auf den Abspann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Für diese Indie-Ecke, dass ihr dabei wart mit Braveland. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bye, bye!